Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe wieder was von ACE Fast. Das habe ich euch in einem Odimer Shoppen schon gezeigt, obwohl ich es nicht selber gekauft habe, aber ich habe es, also nicht selber bezahlt habe, aber gekauft habe, weil ich habe es für meinen Bruder geholt. Mein Bruder hat mir einen Link geschickt, weil der ist eBay-Käufer. Der kauft nur bei eBay. Ich bei Amazon. Und da habe ich das für meinen Bruder geholt, weil er das unbedingt haben wollte. Und ich habe im Odimar Shoppen gesagt, dass das ein Fehler war. Nee, es ist kein Fehler. Ich habe mit meinem Bruder nämlich neu geredet. Der kommt nämlich heute. Der holt es dann wieder heute ab oder ich bringe es dann morgen zu ihm hin. Ich hatte gedacht, wir machen hier auch Unboxing und Hardware in eben. Da kommt auch noch mal ein Video, wenn ich euch mein anderes zeige und das da mal ranmache und so. So. Und zwar ist das hier eine Handyhalterung fürs Auto. Hier fehlt aber das. So. Bei mir, also ich habe praktisch die gleiche. Ja, einmal den Arm, dann dieses Plättchen, was dann raufgeklebt wird. Kommen wir gleich dazu. So, das ist zum Saubermachen davon. Muss 24 Stunden kleben lassen, bevor man das befestigt. Ich habe es ein bisschen länger so gemacht. Und die Handyhalterung. Meine Handyhalterung ist aber nicht so eine, sondern eine runde mit Magnet. Magneten waren bei mir auch noch mit bei. Und bei mir war noch so ein kleineres Teil mit bei, dass man es in die Lüftung reinmachen kann. Davon ist mein Bruder nicht überzeugt und das macht er nicht. Davon hat er schon einige gehabt, das will er nicht. So. Und ich habe gedacht, mein Bruder wollte das gleiche wie ich mit den Magneten. Und wo man dran macht, nee, das wollte er nicht, weil mein Bruder hat ja sein Handy und ein Arbeitshandy, was er auch so benutzen darf. Und er wollte wirklich, also das war kein Fehler, der hat sich wirklich das ausgesucht, weil er wollte das Handy praktisch, er wollte nicht überall einen Magneten rankleben haben. So, jetzt ist es auf die größte Stufe. Das geht nämlich dann hier so, macht man zusammen. Und dann hat man hier hinten einen Knopf und dann geht es so auf. Dann kann man sein Handy hier so reinlegen. Ja, und zumachen. So. Und dann ist es so drinne. Und hier kommt es dann halt hier ran. Ja, so ganz normal, wie ihr es kennt. Ja. Und ich habe gedacht, das war halt ein Fehler. Mein Bruder wollte auch dieses Magneten, aber nein, der wollte das wirklich so. Weil hier ist er nicht darauf angewiesen, dass er sich einen Magneten reinklebt, so wie ich, und dann halt beim nächsten Handy wieder einen Magneten reinklebt und dann aufs Arbeitshandy auch einen Magneten klebt oder so. Hier, gerade welches Handy er dabei hat, es passt für alle seine Handys. Zack, festgemacht, bumm, wenn sie rausgehen, auf. Ja, und er braucht halt keinen Magneten. Also war von mir ein Fehler. So, hätte ich auch mal mit ihm quatschen sollen. Das klebt ihr aufs Armaturenbrett. Ja, also das ist hier. Nee, das ist hier die Klebeseite. Das löst ihr hier einfach. Klebt das auf Armaturenbrett. Am besten das nach hinten, damit man das nicht so sieht. So. Wo ihr hin haben wollt. Und dann 24 Stunden warten. Dann diese Folie abmachen. Dann könnt ihr das hier rauf machen. Hier festziehen. Entschuldigung. Dann kommt hier, entsteht nämlich ein Unterdruck hier. Und dann hält das hier fest. Ich habe meine Version, habe ich jetzt schon bei mir am Auto befestigt. Da wird es auch noch dem nächsten Video zugeben. Dann kann ich den auch mal ranmachen, wenn ich den noch da haben sollte. Ist praktisch das gleiche, bloß dass bei meinem halt dieses nicht ist, sondern dass ich dieses Runde mit dem Magneten habe. Ich werde euch das Video mal in die Infobox verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Und dann könnt ihr hier auch neigen, so wie ihr wollt. So. Das ist ganz cool gemacht. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, ob man den Arm, wenn der hier locker ist, noch irgendwo wieder festmachen kann, festdrehen kann. Das habe ich nicht rausgefunden. So. Und hier seht ihr auch, dass es dann so einen Unterdruck macht. Ja, da, so. Und ich habe, wie gesagt, meins jetzt so praktisch so dran und oder so, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Also entweder so lang oder so hoch. Ich werde auch damit demnächst Hangouts im Auto machen. Quatsch, Hangouts. Quatsch, hier, Odin fährt Auto. Da werde ich das dann nämlich so nutzen, weil dadurch ist jetzt mein Handy etwas tiefer. Das ist beim Armaturenbrett praktisch jetzt nicht mehr hier oben drauf an der Scheibe, so hier, sondern geht so ein Stück runter und hoffe ich, dass es dadurch ein bisschen
geschützter ist vor der Sonne und dass es nicht so schnell heiß läuft, das Handy. Im Sommer musste ich ja öfters denn die Streams beenden, wegen Überhitzung des Handys. Also das Handy hat es beendet. Hat gesagt, ich bin zu heiß, ich gehe jetzt mal aus, war tschüss. Und ja, da hoffe ich, dass das denn jetzt bald besser ist, wo das denn halt so ein bisschen rum ist. Müssen wir mal gucken, was das, wie das sich dann verhält. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich werde auch demnächst dann den ersten Stream dann mal aus dem Auto machen und mal gucken, wie euch die Optik da, die Ansicht so gefällt. Die jetzige Ansicht, wie ich es jetzt angebaut habe. Mal gucken. So. Ich krieg das ja nicht mehr zu. Wieso kriege ich das hier nie wieder zu, wie das sein soll? Du kriegst. Du. Die müssen das ja auch irgendwie reingekriegt haben. Ah, okay. So geht's. Na, dann passt das wieder hier nicht richtig. Doch, so. Ja, müssen wir ein bisschen drücken, klappt das schon. So. Also ich habe bis jetzt positive Erfahrungen mitgemacht bei mir. Hält der Kleber auf dem Armaturenbrett super. Mein Handy ist, wie gesagt, meins ist mit Magneten festgemacht, ist nicht runtergefallen. Der Arm ist noch nicht abgefallen, gar nichts. Das hält wirklich bombenfest auf dem Armaturenbrett. Und ich habe ja so ein geriffeltes Armaturenbrett. Bin mega begeistert. Mega begeistert. So, aber nichtsdestotrotz soll es jetzt soweit auch erstmal gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.